genau nicht okay. Verdammt. Zeit, da runter zu gehen. Warum rennt sie so schreiend drauf zu? So, na dann gucken wir doch mal, wie wir da am besten jetzt hinkommen. Können wir die wegschieben, da vorne? Vielleicht irgendwas Tolles dahinter zu finden? Nein. Das ist dir total egal. Aber nein. Ich muss jetzt wirklich an der Stelle, ja, ich wiederhole mich, aber ich muss wirklich diese Grafik feiern, wa? Die ist ja, also... Grafisch ist das Spiel mega. Also... Erinnert mich wirklich so an die alten Resident Evil Sachen irgendwie. Schöne, vollfertigte Kameraperspektiven. Oh! Und genau die gleichen Schreckeffekte. Scheiße. So. Ah, hier dadurch. Sag mal, so endgültig. Ich guck mal hier nochmal rein. Hallo? Oh, shit. Jetzt macht's kapuff. Tür zu. Hallo. Stumm und Revierkontrolle. Kann man hier reingucken? Nein. Und Nebel. Und auf ein Bild. Ein Bild. What? Hä? Wer war er denn? Also lehne mich mal an, weit aus dem Fenster und sah, das ist ein Charakter aus einem anderen Dark Anthology Picture Game gewesen. Okay. Das war der von Little Hope. Also liegt doch nur daran, dass ich den Schauspieler gerade erkannt habe. Aber wir spielen doch den ersten Teil, oder? Wir spielen den ersten. Also ja, der als erstes rauskommt. Oh, eine Machete? Nimm die mit, Mann. Nee, das ist keine Machete, das ist nur ein Lappen. Das ist ein Handtuch. Ah, und ein internes Memorandum. So, okay, alles klar. Internes Memo an alle Stabsoffiziere. Unsere Such- und Rettungsmission in der Gegend haben wesentlich mehr Ergebnisse erzielt als erwartet. Unglücklicherweise besteht jetzt ein Mangel an Särgen für Erwachsene. Das ist ja toll. Wenn die sterblichen Überreste eines Vermissten in der Wasseraufbereitungsanlage ausfindig gemacht werden, muss unter Umständen ein kleiner Sarg genutzt werden. Ich schätze, das muss Hawkins sein, der Ärmste. Von ihm ist fast nichts übrig. Ich weiß, dass das nicht ideal ist, Leute, aber wenn seine Leiche erstmal zu Hause ist, bekommt er ein vernünftiges Begräbnis und den Respekt, den er verdient. Fürs Erste müssen wir uns danach abfinden. Damit. Ach Gott. Oh Mann. Das waren also die kleinen Särge. Okay. Ja, das waren so Stücke. Was denn? Was wusstest du? Hä? Hast du jetzt einfach bloß ein Skelett mit Kapuze gesehen und hat dir gesagt so... Was ist das? Oh nein. Ist da nicht gerade noch der Irre lang gelaufen? Mit dem Vorschlaghammer? Und das war quasi der alte Vorführraum, das ist die Stage. Macht er jetzt ein kleines Ritual? Hm? Ein paar Seiten aus dem Necronomicon vorlesen, oder wie? Ist aber mutig. Nein,
wenn sie hier schon so eine taffe Maus ist, was soll ich tun? Und der Elofi geht daher? Oh, mach nicht. Nein, Alter. Oh nein. Das ist nicht gut. Oh shit. Kam da jetzt gerade Julia irgendwie entgegengeschwommen? Mann! Ist das so, wirklich? Gut. Nein! Mann, nein! Du hast recht. Das wird nichts. Das wird nichts, Benny. Das wird nichts. Aber. Das war mit Fliss. Ja. Ei, oh shit, ei, ei. Alter. Wo ist denn jetzt eigentlich Alex? Ich hab keine Ahnung. Ist der jetzt wieder auch gestorben aus dem heiteren Himmel oder was? Und die Verteilerkappe? Ja, die ist auch kaputt. Oder? Ja, cool, ja. Ja, nice. Julia überlebt als Einzige. Ja, kann man nur hoffen, irgendwie, dass jetzt wirklich der Hubschrauber noch kommt. Hallo? Aber... Brad ist noch nicht tot. Guck mal an. Ja, aber what the fuck, Alter? Doch, Brad ist tot. Scheiße, wo ist aber Brad? Wieso? Durch was? Warum ist Alex jetzt auf einmal hier? Ich dachte, der war bei Julia. Ja, aber durch was ist er denn gestorben? Keine Ahnung. Einen großen Sturz hat er ja nicht gehabt, oder doch? Er ist ja eigentlich nur runtergesprungen zu irgendwas. Verstehe ich nicht. Aber Alex lebt noch. Alex und Julia sind die einzigen lebendigen Wesen jetzt hier noch. Vielleicht noch, aber nee, glaube ich. Die Piraten sind ja jetzt alle tot, oder? Conny. Naja, das Liebespaar hat's geschafft. Wow. Oh
Oh, guck dir die Aussicht an. Wunderbar. Lass uns Titanic nachspielen. Wir dann wohl auch nicht, oder? Ich schätze, uns bleiben ein paar Tage. Mehr, wenn wir Regenwasser sammeln. Hätte niemals gedacht, dass mein Tod mal durch Verhungern kommen würde. Eher durch Verdursten. Ich meine, die haben immer noch den Hilferuf abgesetzt, ne? Also Fliss. Ja. Er hat immer, wenn ich mal wütend oder enttäuscht war, kam er mit seiner Theorie an über unendlich parallele Realitäten, die eventuell existieren könnten. Und es war egal, wie schlimm die Dinge aussahen. Es gab immer ein paar andere Realitäten, wo alles noch viel schlimmer war. Du hattest recht, Kleiner. Verfickt recht. Er war ein Arschloch. Was? Herr Conny. War. Conny meint es gut. Ah, okay. Egal welchen. Dachte schon Brad, hallo? Hat, er meint es immer gut. Er ist halt ein Scherzkeks. Will andere immer zum Lachen bringen. Auf die Toten, ey. Oh Mann. Ja, das lief mal nicht so gut. Und es gibt ja die Möglichkeit, dass alle überleben, oder? Oder alle sterben. Oder alle sterben. Oder alle okay. Sterben. Hey! Okay, sind wir was wie? Okay. Das ist schon mal der Kurator? Ja, für Wichtigkeit kommt nicht nochmal der Hubschrauber. Okay. Sind jetzt doch alle gestorben? Also, ich denke, ich hoffe doch nicht. Also, das wäre bitter. Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Nicht gerade ein glückliches Ende. Oder vielleicht doch? Hängt davon ab, was sie glücklich macht, nicht wahr? Ich schätze, wenn der Vorhang sich senkt, ist man entweder bereit oder nicht. Und die Verteilerkappe? Puff! Oh, wie schade. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik, gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope? Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare ja, krass. Me over till another tja. Year? Won't you spare me okay. Over till another year? Won't you spare wow. wow, also wow. Das war wirklich ein krasses Spiel. Ja, also wie gesagt, der Kurator hat zum Schluss nochmal gesagt, das Spiel definiert sich durch verschiedene Entscheidungen, die ihr wirklich in Panik und Eile trefft. Und ja, wir haben es aufgesplittet untereinander und wir haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht zu entscheiden. Und ja, wenn ihr denn vielleicht Anhalten sehen wollt irgendwie, hey, besorgt euch das Spiel und spielt selbst durch. Es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht.
und macht selber die Erfahrung und ich glaube, es gibt noch eine Menge in diesem Spiel zu entdecken und dann kann ich mich dem Kurator nur anschließen an dieser Stelle. Wir sehen uns in Little Hope. Ciao. Tschüss. Oh, so ein Fuck, ey. Oh, Benny. Da! Ja, sie werden gerettet! Der Hubschrauber kommt! Ja! Ja! Sie überleben, Benny! Jetzt kommt doch der Hubschrauber! Ja! Und ich dachte schon, sie würden sterben. Ich hab mich auch schon gewundert, der hätte so keinen Sinn gemacht sonst mit dem Funkspruch. Ziel bestätigt, die Orang Medan. Sie ist es, Jungs. Für die Mission gilt Geheimhaltung Stufe 3. Ihr wisst, was das heißt. Stufe 3? Nein, bomben die den Kahn jetzt weg? Nein. Aber die werden erstmal im Gewahrsam geschafft wahrscheinlich. Was? Warum?